So, willkommen zu Let's Play Binding of Isaac. Ja, das war irgendwo klar, dass es kommt, aber es ist so, ich fange jetzt im normalen Titelbildschirm an. Wer das Intro sehen will, soll es sagen, dann reiche ich das gern nach. Ja, gut. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Es geht einfach darum, Isaac muss vor seiner Mutter flüchten, weil sie ihn töten will, weil sie eine Eingebung von Gott hat. Und jetzt hat er in seinem Zimmer eine Falltür nach unten gefunden. In den Keller, oder ins Basement zuerst. Dann in den Keller und dann in Tiefen und dann in der Womb. Ja, das, wer es kennt, wird es wissen. Ich bin keine Leuchte in dem Spiel. Ich weiß nicht genau, was alle Items bringen und so, aber es reicht, sagen wir es so. What the fuck? Ein Augenblick. Okay, gut. Reinklicken. So. Ich habe vergessen, mein Dings zu konfigurieren. Ja, mein Stick. Okay, zur Dynamik, zum Gameplay. Das hier ist unsere Karte. Ganz normal. Wir haben Items, also mehr oder weniger Geld, Bomben und Schlüssel. Das werde ich alles erklären. Das ist unsere Tränen. Achso, wir greifen mit Tränen an, nur so am Rande, weil Isaac so. Meine Mom. Genau. Wir greifen mit Tränen an, das ist unsere Tränenart. Das ist so ein Sub-Weapon-Item, Spacebar-Item nenne ich es auch. Und das ist ein. Ja, ist unser Leben, ganz einfach. Es gibt noch verschiedene Arten von Herzen, aber darauf werde ich noch im späteren eingehen, wenn ich welche finde. Okay. Und so am Anfang, ich werde wahrscheinlich. What the fuck? Ich werde. Ich glaube, halbe Stunden Parts hochladen oder dreiviertel Stunden Parts. Kann auch sein. Okay, das war eine Spinne, die sich teilt, wenn man sie tötet. Perfekt, das ist ein Schlüssel, das ist eine Münze. Ganz easy. Okay, jetzt wär's so. Wir könnten jetzt hier oben die Steine wegbomben mit einer Bombe. Oder wir könnten hier unten die Truhe aufmachen. Und mit dem Schlüssel, also die Truhe freibomben und mit dem Schlüssel die Truhe aufmachen. Aber nee, ganz ehrlich nicht. Ich heb mir beides auf. Schlüssel sind wichtig, Bomben sind wichtig, alles wichtig. Das hier ist ein Itemraum. Und ist das Moms Ei? Ganz ehrlich? Weil ich habe extra meinen Spielstand gelöscht, um alle Charaktere nochmal freischalten zu können fürs Let's Play. Und da hatte ich noch nie der Inner Eye. Ha, nee, der Inner Eye. Scheiße. Der Inner Eye ist auch cool. Ihr seht's oben bei unserer Tränenart. Wir schießen jetzt 3 Tränen auf einmal. Zwar nicht mehr so schnell, aber wir schießen 3 Tränen auf einmal. Das ist sehr interessant. Dieser hier links, dieser Raum, ist ein Schadensraum. Wenn wir reingehen, kriegen wir Schaden, wenn wir rausgehen, kriegen wir Schaden. Aber drin ist eine Truhe, die was ganz Leckeres bereithalten kann oder auch was total Unsinniges. Also, ja. Ich bin nicht so ein Freund von den Räumen, also, naja. Hallo, kommst du jetzt mal her? Oh, der Trollbombe. Ja, und was ich vergessen habe zu sagen, wenn wir über so Spinnweben laufen, werden wir arschlahm. Mhm. Das war jetzt auch der Grund, warum ich getroffen wurde von der Bombe. Und was ich auch noch vergessen habe, jedes Mal, wenn wir einen Raum, also reinigen, also von allen Gegnern bereinigt haben, wenn Gegner da sind, bekommen wir eine Belohnung. Gut. Dann hat jede Ebene ihren eigenen Boss. Und jede Art von Ebene kann auch nur eine bestimmte Art von Boss haben. Sprich, der hier kommt es zum, also der Pit, wie heißt, Pit heißt er, oder? Der Pit. Fuck. Ich stelle mich gerade wieder an wie so ein Held. Okay. Pit kann, glaube ich, nicht in, obwohl, nee, Pit ist, glaube ich, so einer, der immer kommen kann. What the fuck? Und ja, er schießt mit so ganz komischen Tränen, also. Ja. Okay, gut. Herzen, 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 sehr schön. Das hier ist ein Kochlöffel, der. Jetzt mache ich jetzt gleich mal sowas. So. Wir haben auch Stats. Ganz links ist unsere Geschwindigkeit. Zwar jetzt von links ist unsere Schießgeschwindigkeit. Und dann kommt unser Schaden und dann die Range, die wir haben. Gut. Dieses Ding hier erhöht unsere Geschwindigkeit, soweit ich weiß. Genau. Speed up. Jetzt haben wir Speed 3. Sehr schön.
Was ich auch noch vergessen habe zu gucken, oder zu zeigen. Links von uns, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus, ich glaube nicht, dass ihr meine Maus im Video seht. Dieses Zeichen von wegen, na, ich muss eh vorbeilaufen. Der Raum da unten, der abgeschlossen ist, das ist ein Shop. Können wir reingehen und irgendwas kaufen, wenn wir Geld haben. Okay, das letzte, bevor ich weitergehe. Ihr seht den möglichen Raum hier links neben uns. Der hat ist von drei Räumen umschlossen. Sprich, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da ein... Fuck. Okay, fail. Nee, weil es gibt auch die Möglichkeit, dass so Geheimräume vorhanden sind. Es gibt auf jeder Ebene zwei Geheimräume. Der eine ist von Räumen umringt. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dann drin ist. Und der andere ist random irgendwo. Also der hat nur einen einzigen Raum angrenzend der zweite. Gut. Jetzt seht ihr, wir brauchen schon für den Itemraum einen Schlüssel. Ab sofort, ab jeder zweiten Ebene, also ab der zweiten Ebene brauchen wir für jeden Itemraum einen Schlüssel. So, das ist das Stundenglas. Das sollte eigentlich, ja, der Hourglass. Oh, was macht denn das nochmal? Ach genau, das paralysiert alle Gegner im Raum. Ich zeig's mal. Blub. Aber da ist verlangsamt sie, sagen wir es so. Gut. Ein Schlüssel mehr, das kommt mir gelegen. Darum. Fliegen. Gut, das sind wir wieder voll. Und ihr habt's gesehen, das Stundenglas lädt sich wieder auf. Und zwar nach allen zwei Räumen kann man es einmal benutzen und das ist mir zu viel gerade. Das war mir jetzt gerade zu viel mit den ganzen Viechern hier. Komm. Komm, hallo. Willst du mich verarschen? Na. Na komm, jag dich in die Luft. Komisch. Zack. Wir werden hier mit Schlüsseln zugemüllt, das ist der Wahnsinn. Krass. Ich schau mal kurz hier. Ja, perfekt, genau. So schaut dann ein Itemraum, ein Geheimraum aus. Da ist meistens Geld drin, manchmal auch ein Miniboss, manchmal auch ein Automat, an dem wir zocken können, wo wir dann irgendwelche Items bekommen. Mein Headset hat gerade ganz eklig gekracht, also... Wahrscheinlich habe ich gerade mit meiner wunderschönen Stimme das Headset für den Arsch gemacht. In den Arsch gemacht, nicht für den Arsch. Ja, komm. Gut, ja, das ist ja perfekt gerade hier zum Vorzeigen, das ist Wahnsinn. Okay, wir können, wenn wir wollen, wenn hier mal alle tot sind. Ha, geil. Oh, Tick. Ich zeig alles mal. Jetzt gibt's Trinkets. Links oben gibt's also so Passiv-Items. Der Tick ist eine Ausnahme. Die kann man nämlich nicht, kann man nicht mehr abwählen. Also kann man nicht mehr loslassen. Eben die Zecke. Aber die ist ganz okay. Also, die macht das... Jetzt haben wir so eine eklige Zecke da im Kopf. Die macht das, unsere Endboss-Feinde. Endboss-Feinde, ja. Die Bosse halt einfach. Dass die, von Anfang an weniger Leben haben. Jetzt können wir auch noch in die Arcade rein. Oh, nett. Oh, wie geil. Okay, ich mach's gleich mal so. Dich jag ich in die Luft. Rusty Key, den können wir jetzt nicht einsammeln. Leider nicht, aber ich glaube, wir würden für jede Münze einen Schlüssel, also für ab und zu für 30% ist die Wahrscheinlichkeit für jede Münze einen Schlüssel bekommen. Das hier ist die Blutbank. An die Blutbank können wir rangehen, verlieren Leben, bekommen dafür aber Münzen. Das wollte ich nur zeigen und das da links oben wäre so ein Automat gewesen, wenn wir dagegen rennen, dann können wir zeigen. Bekommen wir. Das ist so eine Wahrsagemaschine. Bekommen wir einen Tipp? Irgendeinen Rat? Und ja, unnötig. Jetzt kann ich mal hier reingehen. Einmal Schaden. Gehen wir rein, Trollbombe, zweimal Schaden. Für den Arsch. Warum ich das gemacht habe? Hier. Okay, rein zu Demonstrationszwecken. Das ist ein blaues Herz. Ein blaues Herz ist nicht wie ein rotes Herz auffüllbar, sondern es ist, ja, es ist einmalig da.
Es hält zwei Hits aus, also wie ein normales Herz, aber ist dann weg, für immer. Einfach weg. Hat so viel Müll gemacht auf dem Stockwerk. Ah ja, verliert schon. Er hatte schon von Anfang an weniger Schaden, das ist nämlich Monstro. Monstro nervt. Ja, jetzt komm, hör auf zu spucken, sondern geh drauf. Na ja, komm, geh drauf, Mistviech. Ich frag mich echt, Alter, wieso wohnt sowas unter Isaacs, ja, unter Isaacs Zimmer. The Radioactive Spider. Nett. Okay, hier kriegen wir nochmal ein blaues Herz. Cool. Und das da ist eine Pillen... Na, ich mache jetzt erstmal eins. Ich bin da immer so. Ich lasse prinzipiell eigentlich keine Herzen liegen, wenn ich die Möglichkeit habe, sie auszunutzen. Ja, das war jetzt ein bisschen falsch gemacht. Ich hätte mir das blaue Herz nicht kaufen sollen und hätte auch nicht in den Raum unten rein sollen. Weil dann hätte ich mir den Kompass leisten können. Ah, schade, schade. Gut. Krieg ich zwei Münzen dazu und weg. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wenn man lange genug oder oft genug an die Blutbank, so heißt die, hingeht oder sich halt Leben abziehen lässt, dass irgendwann mal ein Blutpaket, also so ein Bloodbag, erscheint. Jetzt habe ich den, Devil-Raum da oben verkeigt, aber wollte ich eh nicht rein. Dass man irgendwann mal so ein Bloodbag bekommt, wo man Leben, also ein Herz mehr bekommt oder so. Gut. Devil-Raum wäre gewesen, ich komme rein, habe zwei Items zur Auswahl, für die ich Herzen jeweils zahlen müsste, zwei oder drei oder eins oder so, die halt für immer weg sind. Also ich hätte es dann statt da oben drei rote Herzen, vielleicht noch zwei rote Herzen oder eins. Ja, wie ein Shop, nur mit Herzen. Gut, dieses Item. Wir bekommen nach jedem Boss ein Item, habe ich gerade gesagt. Gibt uns vier verschiedene Pillen, die wir einsetzen können und wir haben keine Ahnung, was die bringen. Von Anfang an nicht. Bombsarchiv für den Arsch. Friends till the end. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, jetzt habe ich sechs blaue Fliegen, die den nächsten Gegner, den sie sehen, angreifen werden. Und Tears down. Jawohl. Jawohl, das war eine geile Ausbeute. Wow. Oh Gott. Das sind Creed-Köpfe. Creed-Köpfe sind mit Abstand nervigsten Gegner, die es gibt. Wahnsinn. Wahnsinn, wie ich sie hasse. So abgrundtief, ganz ehrlich. Boah. Wow. Ihr seht, hab mich einmal getroffen und ich habe zwei Münzen verloren. Ja, das ist so die Besonderheit an Creed. Boah. Creed heißt übrigens Gear auf Englisch. Also, da gibt es auch wieder Sinn. Die Viecher sind auch nicht gerade so nett. Aber ihr könnt mir mal einen Gefallen tun und hier. Die schießen nämlich mit explosiven Tränen. Ihr könnt's. Hier, komm, spring mal auf. Jawohl. Perfekt. Jetzt kannst du sterben. Ja, man muss die Gegner auch ein bisschen ausnutzen, also. Um Alter bist du. Du Wichser. Ihr habt gesehen, es hat ein ganzes Herz abgezogen. Oh nett. Das ist ein. Nickel? Ja, Nickel. Der ist 5 Münzen wert. Relativ nett, relativ nett. Gut, dann geht's weiter. Weiter. Oh Gott, die Viecher sind genauso wie die Grünen gerade eben, nur ich komme an die Münzen nicht ran. Dass die halt fest am Boden verpflanzt sind. Mhm. Fette Fliegen? Boah, hätte ich einen Ekel, wenn die Fliegen in meinem Zimmer rumfliegen würden. Boah. Oh mein Gott. Okay, Besonderheit in diesen Häufchen. Ein Häufchen ist eigentlich meistens was drin und ja. Ich glaube, ich trinke jetzt gleich mal was, ey. Boah. Wir kommen schon zum Pappmaul. Besonderheit in diesen Häufchen, die werden so von weißen Fliegen umkreist und ich stell mich gerade an. Wahnsinn, die Häufchen machen es unnötig. Ich krieg eine Nervenkrise gleich. Oh, ich hasse die Gegner. Geht's drauf, bitte. Geht drauf. Hallo. Oh, ich hasse sie.
Wahnsinn! Wenn man die Häufchen kaputt macht, bekommt man als Gegner eine rote Fliege, eine dicke rote Fliege, die mehr aushält als normale Rot. Yep, gut. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt nett. In Verbindung mit dem Dreifachschuss haben wir jetzt Tough Love. Jetzt ist im 30% der Fälle oder 10% der Fälle, dass wir für eine Träne einen Zahn bekommen. Warte, ihr seht es gleich. Ja, jetzt hier Zähne. Die machen einen massiven Schaden, das ist der Wahnsinn. Augenblick, ich trinke mal schnell was, sonst, boah, sonst sterbe ich hier noch. Oh, Alter. Endlich, Gott sei Dank. Wäre fast verreckt. So, jetzt gucken wir mal hier drüben nach dem Geheimraum. Und Tatsache. Ja, komm, geh weg. Ah, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir die Bomben wieder und haben eine Münze dazu bekommen, so. Plus eins Münze. Oh, nee. Oh, Mann. Oh, ich... Jetzt habe ich nicht auf die da unten geachtet. Geh drauf. Geh drauf. Oh Mann, ey, wie ich sie hasse. Ganz im Ernst. Wow, der Raum war völlig umsonst. Der Raum war völlig umsonst. Diese Viecher hier sind auch nicht gerade so nett. Die spawnen nämlich, mach mal, eine Spinne. Genau, what? Hallo? Bist du behindert? Hallo? Hallo? Wahnsinn. Ich spiele echt wie so ein Anfänger. Mhm. Nein. Oh, fuck, ich sterbe jetzt hier. Nein, ich will nicht sterben. Ich will wirklich nicht sterben. Ja, ich bin gestorben. Gut, das war jetzt erstmal fürs Erste. Das soll jetzt nur so als kleiner Orientierungspart wirken, ja? Okay. War auch nicht ernst genommen jetzt. So drauf und dran. Gut. Im nächsten Part werden wir uns dran machen. Hier die ganzen... Sag's mir, die ganzen Charaktere freizuschalten. Für sie hier brauchen wir sieben Herzcontainer. In einem Spiel. Für ihn 55 Münzen. Judas kommen wir noch zu. Der wird eigentlich im Lauf der Story freigeschalten. Für ihn hier, für Eve, für den unnötigsten Charakter im ganzen Spiel, zweitunnötigsten Charakter, Entschuldigung, brauchen wir zweimal einen Deal mit dem Teufel, also mit so einem Devil Realm oben. Und für Samson müssen wir zwei Itemräume skippen. Das ist, also richtig skippen, nicht mal reingehen, nicht mal öffnen, einfach unbeachtet vorbeigehen. Das ist ziemlich nervig, also, ne, gut. Wow, ein Tod, keine Marmkills. Wow. Naja gut, das wär's dann fürs erste Mal. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und beim nächsten Mal gibt's keinen Tod mehr. Gut. Bis dann. Ciao, ciao, euer Gabba.